Hallo alle zusammen. Trautes Heim, Glück allein. Wir alle brauchen ein Dach über dem Kopf. Doch dieses kann ganz unterschiedlich aussehen. Die einen mögen es groß, geräumig und hell, die anderen bevorzugen es klein und gemütlich. Doch es gibt auch diejenigen, die es besonders extravagant mögen. Vom Wasserturm bis zum Rutschenhaus. Hier kommen 5 Häuser, die dich ins Staunen versetzen. Stockwerke aus Holz. Selbstgebaute Holzhäuser kennt man üblicherweise als kleines Reich für Kinder im Baum oder als Brutstätte für Vögel. Nikolai Sutjagin hingegen wollte eine wesentlich größere Version eines Holzhauses bauen. Alles begann im Jahre 1992. Eigentlich wollte der Russe nur ein trautes Heim für seine Familie errichten. Obwohl er weder Erfahrung mit einer solchen Tätigkeit noch eine Bewilligung der Stadt hatte, begann er trotzdem mit dem Bau. In Anlehnung an ähnliche Häuser in Norwegen und Japan erstellte er vorab nur 2 Stockwerke, konnte jedoch nicht aufhören und fügte insgesamt 11 weitere hinzu, sodass das Haus über 40 Meter hoch wurde. Alles in Eigenregie und ohne maschinelle Hilfen. Doch genießen konnte er seine Eigenkreation nicht, denn wegen seiner illegalen Bauaktivität landete Sutjagin, der kein Unbekannter für die Polizei war, für ganze 4 Jahre im Gefängnis. Da das Haus nicht professionell errichtet wurde, verfiel es innerhalb seiner Haftzeit stark. Im Jahre 2008 entschied die Stadtverwaltung folglich, das Haus bis auf 2 Stockwerke abzureißen, da sie Angst vor einem größeren Feuer hatte. Genau dieser Fall trat auch 4 Jahre später ein. Während die Stadtbewohner sich freuten, den Schandfleck endlich los zu sein, war Sutjagins Traum damit ausgeträumt. Beobachten erlaubt. Wer im Glashaus sitzt, sollte kein Freund von Privatsphäre sein. Das haben sich die Architekten für das durchsichtige Haus hoffentlich vorab überlegt, denn die Bewohner dieses Hauses kann man auf Schritt und Tritt verfolgen. Grund dafür sind die Fassaden aus Glas, die einen guten Einblick in die moderne Ausstattung des Hauses geben, die sich auf einer Fläche von 85 Quadratmetern verteilt. In der Millionenstadt Tokio ein echter Hingucker, der vom Architektenbüro Sou Fujimoto Architects entwickelt wurde. Doch keine Angst vor Spionen und Stalkern. Bei Bedarf können die Fenster durch Rollladen verschlossen und das Haus abgeschottet werden. Ein bisschen Privatsphäre gibt es also doch. Neben der Durchsichtigkeit liegt eine weitere Besonderheit des Hauses in der Verwendung der Materialien. Die Architekten haben lediglich natürliche Materialien wie Holz und Glas sowie viele Pflanzen verwendet. Mit der Rutsche ins Erdgeschoss. Wesentlich unspektakulärer erscheint das nächste Haus, welches auch in Japan zu finden ist. Von außen sieht es eher wie ein schlichter Klotz aus. Doch das Besondere liegt im Inneren. Um vom obersten Stockwerk ins Erdgeschoss zu gelangen, benutzen die Bewohner nämlich nicht wie üblich eine Treppe, sondern eine Rutsche. Spaß ist hier also inklusive. Das Ziel des Auftraggebers war es, etwas Besonderes für seine Kinder zu schaffen. Das ist ihm ohne Frage gelungen. Wahrscheinlich ist er im Inneren auch noch ein Kind und liebt die rasante Abfahrt. Verständlich. Neben der Rutsche bietet das dreistöckige Haus, welches 163 Quadratmeter umfasst, ein geräumiges Spielzimmer. Ein Traum für alle Kinder und Junggebliebenen. Das schmale Haus. Wesentlich weniger Platz findet sich im nächsten Haus. Doch das ist gewollt. Das Horinochi-Haus wird nämlich auch das schmale Haus genannt. Von außen wirkt es wahnsinnig eng und wird in vielen Platzangst hervorrufen. Doch im Inneren überrascht das Haus mit mehr Platz als gedacht. Grund dafür ist die perfekte Ausnutzung der 55 Quadratmeter. Die komplette Einrichtung wurde optimal an die Form des Hauses angepasst und die großen Fenster durchfluten die Räume mit viel Licht, sodass sich hier jeder wohlfühlen wird. Ein Schlafzimmer und Bad im Erdgeschoss sowie ein Wohnzimmer und ein Erker im Obergeschoss bieten genügend Raum für ein Pärchen oder eine kleine Familie. Umgebauter Wasserturm. Wie wäre es mit einem 360-Grad-Blick über London? Das haben sich auch die Architekten des nächsten Wohnhauses gedacht. Ursprünglich war das Haus ein Wasserturm im Herzen Londons, der 1876 errichtet wurde. Nachdem dieser jedoch nicht mehr gebraucht wurde und nur noch Tausenden von Tauben als Unterschlupf diente, entschied man sich, den Turm zu einem modernen Wohnhaus umzubauen. Nur rasante 8 Monate brauchten die Arbeiter für die Renovierung. Nun findet man auf satten 8 Stockwerken eine sehr elegante und helle Ausstattung. Highlight des Hauses ist sicherlich die Dachterrasse und der Rundumblick über London. Ein echter Hingucker. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, zeigt es gerne mit einem Daumen nach oben. Und um nie wieder neue Videos zu verpassen, klickt auf Abonnieren und wir sehen uns bald wieder.